Mein Name ist Stefan Peter von der TF Firma Thomas Elektronik aus Hamburg. Ich möchte heute einmal die Funktion nahebringen von Panasonic TV-IP. Für mich eine der genialsten Funktionen, die Panasonic besitzt. Und zwar ist für den Kunden interessant, wenn ihr mal einen Raum habt, wo ihr keinen Antennenanschluss habt. Also weder Satellit noch Kabel oder vielleicht sogar sehr schlechten DVB-T-Empfang in diesem entsprechenden Raum. Wenn ihr einen Fernseher besitzt mit Server und Client-Funktion für TV-IP, das ist meist die High-End-Serie von Panasonic, 7er oder 8er oder 9er Serie, dann habt ihr die Möglichkeit, diesem Gerät einen Tuner zu entnehmen, im Netzwerk freizugeben, oder ihr habt sogar die Möglichkeit, diesen Tuner in direkter Wi-Fi-Verbindung, das geht gleich mit diesem Gerät und mit dem, was ihr nachher sehen werdet, einfach herzustellen. Ich zeige es einfach mal, wie das funktioniert. Man nehme die Fernbedienung, ist ja logisch. Drückt die Menütaste bei Panasonic. Wo finde ich diese Funktion? Und zwar bei dem Gerät, wo ich jetzt der Server fähig ist, also der den Tuner bereitstellen möchte, gehe ich auf Netzwerk. Klicke hier einfach nur drauf. Auch hier übrigens, bleibt mal interessant, die Mini-Gebrauchsanweisung der Fernbedienung. Müsst ihr immer nur darauf achten, hier stehen alle Befehle, die ihr bräuchtet für jegliche Funktion. Das heißt, wir gehen einmal runter auf Netzwerk. Gehen rüber und dann sehen wir hier schon einen Punkt TV via IP. Drücken OK. Welchen Tuner will ich freigeben? Ich würde ganz gerne mal den DVB-S-Tuner freigeben. Hier auch wiederum, was zu machen ist. Das heißt, wir wollen diesen Tuner freigeben, gehen dann jetzt einfach rauf. Es geht an sich ganz simpel. DVB-IP-Server aktivieren. Hier steht noch ein kleiner Text. Ob ihr das wirklich machen wollt, ja oder nein, oder was für Einschränkungen sonst noch da sind. Aber ganz wichtig, jetzt wollen wir es aktivieren, OK-Taste drücken. Zack, so. Hier nochmal die Sicherheitsabfrage, sind Sie wirklich sicher? Klar, wir wollen es. DVB, Server-Einstellungen wurden geändert, Fernseher startet automatisch neu, schalten Sie Ihren Fernseher nicht aus. Jetzt hat das Gerät automatisch wieder eingeschaltet und jetzt gehen wir einfach zu dem Gerät, welches halt eben diesen Tuner haben möchte. Auch hier gehen wir ins Menü auf Setup, denn hier ist ein Volume. Gehen wir einfach nur rein, drücken auf OK. DVB via IP wollen wir dazu haben. Dann gehen wir einfach nur Auto Setup starten. Das öffnet sich dann wiederum ein anderes Menü. Er hat jetzt tatsächlich diesen Fernseher gefunden. Jetzt hat er alle Sender gefunden und es geht an sich relativ schnell. Also bei so einem Sat-Anfang dauert es normalerweise 10 bis 15 Minuten oder auch teilweise 20 Minuten, bis er alle Sender gefunden hat. Aber in diesem Fall, wie gesagt, wird Folgendes gemacht. Er kopiert, wie schon erwähnt, sämtliche oder die komplette Senderliste einfach rüber. Deswegen ist er relativ schnell. Jetzt wollen wir natürlich diesen entsprechenden Tuner auswählen. Das heißt, wir haben einmal die TV-Taste auf der Fernbedienung. Da haben wir zum Punkt DVB via IP. Wir klicken einfach drauf. Und siehe da, keine Antenne, nichts dran, nur Strom. Und was ihr jetzt halt eben dort seht, ist, der Film ist nicht sehr interessant, aber was ihr seht, es ist kinderleicht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und ja, falls ihr Fragen habt, wendet euch gerne an uns, an Thomas Elektronik in Hamburg. Wir sind hier Fachhändler. Entweder telefonisch unter 040 41 00 45 40 oder auch per E-Mail shop@thomas-elektronik.de. Und wie gesagt, vielen Dank für euer Interesse und ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.